Hallo Leute, habt ihr uns erkannt? Wir sind 3PM. Oder man könnte auch sagen, The Masked Singers. Ja, wir freuen uns heute mal wieder hier zu sein. Wir haben ja jetzt schon ein paar eigentlich gar nicht üben können, aber naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, die nächsten zwei Songs, die wir jetzt spielen, die sind sogar ausnahmsweise mal von uns selbst geschrieben, beziehungsweise von anderen geschrieben. Und die haben wir schon vor lange, lange Zeit geschrieben, weil es noch kein Corona gab, aber irgendwie passen die trotzdem, weil es geht so ein bisschen ums Daheimbleiben, alleine, zu Hause sitzen, warten. Ja, so geht es mir ja immer. Ne? Keine Freunde treffen, wenn man Corona überhaupt welche hat und so weiter, nicht so wie wir. Und ja, darum gehen die beiden Songs jetzt. Auf geht's. Seid ihr bereit? Jawollo. Doch nicht. Nee. Wo ist eigentlich unser Basser? Wo ist Steffen eigentlich?
Steffen? Hi. Der ist zu groß, der hätte nicht ins Kamerabild gepasst. Genau, so, Fancy Friends. Ich hoffe, die ganzen Fancy Friends sind da irgendwo. Wir spüren euch. Sicher, dass unsere Fancy Friends da jetzt irgendwo auf dem Sofa sitzen, oder? Ich hoffe. Ja? Ich hoffe. Und vor allem, ja, Steffen, ist wirklich schade, dass er nicht damit dabei sein kann. Wir durften nur zu dritt. Hätten gern mit ihm gespielt und freuen uns, wenn wir mit ihm dann die nächste Open Stage oder wo auch immer wieder rocken können. Und ich hätte gerne noch ein bisschen Monitor von meiner Gitarre. Was? So, kommen wir zum 80er-Jahre-Block. Ein Song aus dem Jahre 1980. Da war ich 2. Und naja, fangen wir an. We'll be right back.
to them see, see into the trees, find the girl while you can. Come closer and see, see into the dark, just follow your eyes, just follow your eyes. Viele von euch so im Wald rum. Kann sein. Nächster Song, Luca, handelt natürlich ein bisschen trauriger. Häusliche Gewalt ist ja jetzt auch angestiegen. Also wir wollen natürlich viel Liebe verbreiten heute. Trotzdem Luca von 87, da war ich 3. Yeah.
Ja, wir sind es gewohnt, ohne Applaus zu leben, ne? Also das erschüttert uns jetzt. Ah! Das wie sonst. Verunsichert uns doch nicht so. Es ist ganz so warm hier, aber ich bin ganz froh, dass der Hähnchengrill hier hinter mir aus ist. Der war nämlich genau, das Wort heißt ja gerade Social Distancing. Jetzt habe ich gehört, wir machen daraus jetzt Social Dancing. Hast du auch schon gehört? Disco Dancing. Also Social Disco Dancing. Das würden wir jetzt gerne mit euch machen. Song von 1986, da war ich 2. Also, die Hintern vom Sofa und mitgetanzt. Ja. Ich auch. Go back.
Nein, Moment, ich muss mal hier meine Schießen. Kriegen wir denn auch mal so Rückmeldungen oder so? Sind noch welche online? Haben wir schon alle vergrault? Haben schon alle durch. Was? Ich höre ja nicht mehr so gut. Ah, ja. Leider nicht von uns. Haben Sie sich schnell ausgedacht? So, wir sind alle wunderschön. Und das letzte Krimotto vor dem 40. Geburtstag war eben das gleiche auch. 1, 2, 3, 4. Wir sind alle so schön und jung. Brauche mal jemanden von der Technik auf der Bühne. Das Bassdrum-Mikrofon ist nicht mehr da, wo es war. Was? Hast du wieder zu heftig getreten? Kann sein. Wer ist denn der Zeitwächter von uns? Zeitwächter? Zeitwächter? Zeitwächter, ja, wir liegen gut in der Zeit. Das heißt, wir machen das? Ja. Machen das. Moin. Moin. Es klackert die ganze Zeit auf dem Monitor. Okay, wenn dann machen, also wir machen jetzt. Ja, Entschuldigung. Du bist schuld. Ja. Wo rohe Kräfte sinnlos rein. Also wenn die hier randalieren, schmeißt die raus, ne? Ja, wir sind ganz lauter, zufrieden. Ne? Ja, er kann noch ein bisschen mehr. Ja. Nee, ich auch. Nee, nur Gottes Willen. Die haut so ich. Ach, wie schön. Ja, das ist schön. Was? Ich lese das denn, ich höre ja nichts. Okay, so, kennt ihr noch diesen Spruch? Wenn Corona kommt, was machen wir dann? Dann? Dann laufen wir. Habe ich noch nie gehört. Was? Gut, dann ja, dann. Wir jetzt. Von 1982. Da war ich eins. Was? Da war ich eins, habe ich gesagt. Sind wir uns einig, welches Lied wir spielen? Ja, sicher.
Okay, gut. Jetzt muss ich, glaube ich, kenne euch gar nicht. Kurz ein Feuerchen machen. Ich habe euch das hat er von Mutz gelernt. Mach mal. Ich mach das nicht in eine Kamera. Das kannst du uns gar nicht in eine Kamera machen. Oh, hat der Meister vorgebracht. Okay. Wir wollten nicht so viel reden. So. Ja. Müsst ihr euch einen Bass vorstellen. Steffen. Von wem das war, der kann das ja mal schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob ihr das so kennt. Kann ich ganz bisschen weniger Gitarre von der Dame da, die dreht total durch gerade. Ein bisschen mehr bei mir von meiner. Ich höre fast gar nichts mehr von meiner. Ja, ich kann mich anschließen. Ich fand mich auch gerade sehr laut. Aber ist doch geil eigentlich, oder? Das ist schon geil. So, habt ihr auch gesehen, ich habe ein neues Board, ne? Neues Board. Und neue Seiten. Habe ich noch was neu? Neue Haare. Ja. Ja, es kommt immer dann, wenn sie reinsteigt. Achso, wir sind immer noch in den 80er. Wir sind jetzt bei 1983. Andreas, wie alt warst du denn da? Ich? 83? Fünf, fünf, ne? Ungefähr. Ja, so, ne? Denke ich auch. Der war schon volljährig bestimmt. Da war ich in der vierten Klasse zum achten Mal. So, wir wollen jetzt, dass ihr mitsingt. Wir hören euch. Und zwar singt mal so laut, dass wir euch hier hören. Das wäre echt gut. Da hinten, ne? Ich hoffe, wir haben denselben Song. So. Jeans, ne? Ja. Angela? Ja. Ja, ja.
Techno gleich dran. Wir wollen euch so laut hören, dass wir spüren. Den Text kennt ihr ja wohl, oder? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of dreams. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams. Sweet dreams. Das letzte Wort haben. Oh, vielen Dank. So, jetzt hatte Andreas ja eben schon angedeutet, dass ich neue Haare habe. Stimmt ja gar nicht. Aber weißt du, Andreas, ich finde, du könntest echt mal wieder zum Friseur gehen. Ne? Ich finde, du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Ich trage das Haar gerne offen. Ja? Ich meine, okay, es geht ja jetzt allen so. Ich war jetzt, habe geguckt, ich war im Januar das letzte Mal beim Friseur. Und so geht es, glaube ich, gerade vielen. Deshalb wollen wir mit dem nächsten Song gerne euch aus dem Herzen sprechen. Wir haben den Song noch nie zusammen gespielt. Also habt ein bisschen Nachsicht. Ja, es wird schon. Ja, danke. Gib ihm mal 20 Euro. So. Ich mach ja jetzt. Baby, kann ich zum Friseur? Jetzt mag ich sie gar nicht mehr. Mein Baby kann nicht zum Haare schneiden. Jetzt kann ich sie nicht mehr leiden. Vorher war sie wunderschön. Jetzt mag ich sie nicht mehr sehen. Corona ist schwer, das Leben ist schwer. Mein Baby kann ich zum Friseur. Mein Baby kann ich zum Friseur. Seitdem macht sie nichts mehr her. Ich hätte sie fast nicht erkannt, als sie neulich vor mir stand. Sie zahlte dem Friseur kein Geld und jetzt ist sie total entstellt. Corona ist schwer, es ist nicht fair. Mein Baby kann ich zum Friseur. Mein Baby kann nicht zum Friseur. Mein Baby kann nicht zum Friseur. Jetzt ist er hässlich und zwar sehr. Ich werd mich schon im Trennen müssen. Möcht ihn nicht im Dunkeln küssen. Wenn er irgendwen gefällt, möcht ich, dass sie ihn behält. Kill my love, kill my love. Mein Baby kann nicht zum Friseur. Mein Baby kann nicht zum Friseur. Aber ihr seht alle wunderschön aus. Dankeschön. Hey, cool. Für gar nicht geprobt war das ganz okay. Ja, für gar nicht proben ging das. Ne? So, ja. Der nächste Song ist uns auch eine Herzensangelegenheit. Der ist dann wieder von uns. Und zwar heißt der Spread Love. Und da würden wir jetzt gerne von euch so gerne Herzen kriegen. Da sehe ich schon welche. Im Refrain dann auch. Toll. Also, wie gesagt, ja, Spread Love also heißt auch der. Online Herzen. Da muss man mal eben ein Schlückchen trinken. Thank you.
Herzen, Herzen. Ich muss mir Mut antrinken. Prost. Ja, Prost. Zeller, jawohl. Wisst ihr eigentlich alle, warum Kanal 29 heißt? Weil die alle 29 sind bestimmt. Die sehen so jung aus. Genau, weil hier nur Musiker spielen dürfen, die 29 sind. Ja, das stimmt ja wohl, genau. So, wir konzentrieren uns. Ja. Did you ever get the feeling no one listens to you? Did you ever get the feeling no one cares about you? Did you ever get the feeling you're really all yourself? Are you waiting for the moment your dreams may come true? Are you tired of counting the days feeling blue? Are you already thinking there's so much more to do? Spread love, there's so much to hate. Spread love. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem letzten Song. Ich müsste jetzt echt mal mein neues Board einmal ausprobieren. Könnt ihr mal was sagen? Sie muss ihr Board ausprobieren. Kein Sponsorship. Ah, sie muss stimmen. Das ist doch was anderes als das Board ausprobieren. Also wir spielen jetzt unseren letzten Song, glaube ich. Ja. Und der letzte Song handelt eigentlich davon, was wir alle wieder wollen. Alter Klassiker von Neil Young. Doch. Weil wir haben tatsächlich einen Song in der Setlist, in dem Toilettenpapier drin vorkommt. Ja. Jawohl. Ist das nicht cool? Schon immer. Okay, wir beide, ne? Wir beide. Achso, ja, ihr beide. Jetzt hat er's.
Wir sind halt allerdings besser bekannt als 3PM. Und vielen Dank. Vielen Dank für alle da vorne an, ja, an der Technik. Oh, ihr Lieben. Beim nächsten Mal. Ah, deine geht. Ja, weiß ich. Oh, können wir denn noch was? Einen haben wir noch. Wir haben ein Lied und zwar ist es auf der Krieg-CD und auf der Krieg-Schallplatte. Und das handelt von einer wahren Begebenheit. Außerirdischen Katze. Und die kann man auch kaufen, die CD. Genau. Oder auch gewinnen, habe ich gehört. Ja, die kann man auch bestellen online, ne? Kostet 10 Euro, glaube ich. Ne? Könnt ihr also gleich noch erzählen. Voll die geilen Bands. Aber jetzt müssen wir gleich auch anfangen. Ja, okay, okay, also Alien Cat.
Kauft die CD und liked uns. Ja, und alle im Kanal 29. Ich werde jetzt gleich die liebe Angela und den Kai noch bei mir hier im Interview haben. Aber vorneweg einfach nochmal unfassbar vielen, vielen Dank an das Team von Kanal 29. Danke natürlich auch an alle Sponsoren wie VGH, Sven Treder, die CD-Kaserne, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die Sparkasse Celle. Genauso wie die Stadtwerke, wo ihr auch über den Link, den ihr zwischendurch immer mal seht, ausnahmsweise geldlos werden könnt. Ihr könnt den Muckern Spenden zukommen lassen. Normalerweise machen wir das nicht. Wir nehmen ja auch für Open Stages und auch Veranstaltungen nie Geld. Das ist ja so ein bisschen unser Motto. Wir wollen da immer sehen, dass wir dafür Sponsoren finden oder es selber irgendwie auf die Beine stellen. Und heute habt ihr die Möglichkeit, über PayPal und was von den Jungs da quasi angegeben wird, das einfach mal irgendwie, und wenn es nur ein Euro ist, mehrere Leute in Euro sind gleich, wenn 60 gucken, 60 Euro. Einfach mega, also macht da ruhig was in der Richtung. Wir haben damit nichts zu tun, das geht direkt an die Mucker durch und wenn sie drauf verzichten, dann wird das Ganze davon finanziert. Ich bin wirklich einfach nur geflasht von dem Ganzen, was hier heute passiert. Es ist mega, dass wir sowas machen können, die Open Stage weiterführen können. Leider ist halt eine ausgefallen, die werden wir vielleicht auch doch nochmal nachholen. Vielleicht machen wir mal eine zwischendurch, damit wir
wieder bei 136 sind und dann vielleicht bei 137, 38, Hauptsache wir machen weiter. Und ich denke, es fehlt euch genauso wie mir, so dieses Live. Und vielen, vielen Dank an Kanal 29, dass wir das hier machen können. Und dann würde ich schon euch das Mikro geben. Habt ihr, ist das Mikro scharf? Okay. Ja. Und dann auch, hey, hey, genau. Ja, erstmal tschüss. Nicht so nah, ne? Ja, dann hey, hey von meiner Seite aus, 3 p.m. quasi. Ich habe euch als Pärchen jetzt hier sitzen, damit die anderen das auch wieder wissen. Das ist auch ein Paar, die dürfen sich näher kommen. Und ja, einfach mega Auftritt. Ihr habt hier richtig gerockt, ihr habt auch mit Drumset, ihr wart mal laut. Sehr geil. Wie fandet ihr euren Auftritt? Hätte man die Crowd gespürt. Also ja. Wir wissen, die Leute sind da. Und ja, das war halt so das Tolle. Das sagt sie mir, ging den ganzen Tag der Arsch auf Grundfalls. Ich habe sie die ganze Zeit genervt. Ja, die wollte mich heute Morgen eigentlich schon zu Andreas abgeben. Und er hätte mich aufgenommen, weil ich sie genervt habe, dies und das und so weiter und so fort. Ich fand es viel aufregender als ein normaler Live-Auftritt, weil das ist halt irgendwie dann so... Man weiß nicht, was dahinter ist. Ne? Ja, das ist ja. Das hat keiner gemerkt. Dann geht das halt direkt ins Bull, direkt ins Mikrofon und das hört sich dann kacke an. Aber nichtsdestotrotz ist halt live, ne? Und da passiert es auch mal und alles gut. Aber insgesamt war es total geil. Mega, was die Leute hier von Kanal 29 und vor allem von der Erzähler Musikinitiative. Dankeschön. Natürlich wieder hier auf die Beine gestellt haben. Ja, also großen Applaus von uns. Ja, wir sind danke. Eigentlich eine Live-Band. Ne? Also wir leben so von unseren Leuten, die vor der Bühne stehen. Ne? Unsere Fancy Friends. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die waren ja heute auch da. Es hat auch die ganze Zeit bei mir gerappelt am Arm und echt? Nachrichten gekriegt und so auf meine Smartwatch und so habe ich noch nicht geguckt, aber ja. Total geil. Bevor ich mit meinen Fragen hier gleich weitermache, schreibt doch schon mal eure Fragen in den Chat, damit ich gleich die Fragen vielleicht nochmal an die beiden weitergeben kann. Was wolltet ihr von 3PM vielleicht immer schon mal wissen oder irgendwelche Hintergründe, wie auch immer. Stellt eure Fragen in den Chat. Ich werde die gleich vorlesen und dann antworten die beiden. So, Wahrheit oder bis wir soweit sind. Genau, bis wir soweit sind. Ja, wie war es sonst so? Also, dass ihr nervös wart, hat Kai gerade schon gesagt. Ich hatte ihn ja heute auch beim Aufbau des Drumsets schon erlebt. Ja, Angela ja nicht, nur Andreas und ich waren nur nervös. Angela nicht. Ja, und ich habe gesagt, eigentlich müssten die mir ja Sicherheit geben, aber irgendwie war das heute andersrum. Ne? Nee, ich habe hier auch, also die erste Hürde ist immer weg, wenn du merkst, du hast einen guten Sound. Also wenn du dich hörst, dann ist alles in Ordnung und das war mega. Also ich habe uns alle wunderbar gehört. Das war wirklich so also ein Lob nochmal. Das war ganz, ganz. Danke an die Technik, das war super geil. Echt, also da haben wir schon vieles erlebt, das war echt spitze. Wirklich, ja, sehr gut. Mhm. Ja, das läuft hier echt, echt super. Leider konnte ja bei euch heute euer Bassmann nicht mitspielen. Steffen! Ja, Steffen, wir hoffen, wo ist die Kamera? Da, ne? Ganz viele Grüße, spendet ihn ihm mal und sagt ihm was. Vielleicht auch ihr da draußen, schickt doch alle mal für Steffen, den Basser, einfach irgendwas Geiles in den Chat mit 3PM, Steffen, macht Herzchen, irgendwas, dann kommt das an, das ist, belebt den Chat und... Es ist ja geil, dass wir hier überhaupt eine Bühne haben, wo wir richtig zu dritt mal wieder spielen können, haben wir ja schon seit Wochen, Monaten nicht mehr gemacht und so weiter. Ging ja nicht, Proberäume gehen nicht und so weiter. Ich glaube, das Hauptproblem wäre einfach auch gewesen, Steffen wäre definitiv zu groß für die Kameras gewesen. Ne? Der ist einfach zu groß und dann sieht das auch albern aus, wenn man immer nur so einen Bass bis zur Brust oder so irgendwie sieht. Ne? Ja. Und dementsprechend geht das. Und dann ist es natürlich so, dass wenn nur eine Gitarre da gewesen wäre, wäre es ja ganz eindeutig gewesen, wer sich verspielt hat. Und wir sind ja immer zwei Gitarren, das heißt, einer verspielt sich und der andere guckt böse den anderen an. So konnte man nie wissen, wer hat sich jetzt verspielt. Das ist ja unser Konzept. Ja. Regie, vielleicht, ich habe gerade mal kurz in den Chat geguckt, man kann uns wohl ganz, ganz leise nur hören. Ist wieder alles cool, ja? Okay.
Ja, wie lange machen wir heute noch Musik? Also bis circa 1 Uhr, aber nutzt nochmal die Chance, während ich noch meine Fragen loswerde, damit ich gleich noch Fragen an 3PM stellen kann. Was wolltet ihr schon immer mal von 3PM wissen oder was wollt ihr sie fragen? Fragt einfach in den Chat und ich gebe die Fragen dann weiter. Um weiterzumachen im Text. Wie geht es euch denn sonst so mit der ganzen Corona-Zeit? Ihr seid ja beides Lehrer auch. Direktor und Lehrer sogar. Ja, das ist natürlich auch interessant. Ihr habt ja jetzt auch wieder angefangen. Aber wie geht's euch bis jetzt? Wie geht ihr damit um? Ihr könnt bei uns natürlich auch im Moment nicht proben. Wie ist das so? Also grundsätzlich geht es uns natürlich sehr, sehr gut. Das ist uns jetzt ganz bewusst. Wir haben natürlich keine Existenzängste. Von daher geht es uns natürlich wirklich gut. Wir vermissen natürlich die Schüler. Ich bin ja Ausbilder und ich vermisse meine Anwärter. Es ist schon alles wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Zeit. Ich habe eine Prüfung ohne Schüler abgenommen. Es ist alles wirklich komisch. Aber ich denke, wir können uns einfach nicht beklagen. Ich habe jetzt sogar meine Schule mit Unterstützung meiner lieben Kollegin, wo ganz viele von online waren heute. Auch hier nochmal, Dankeschön. Wir haben die jetzt wieder hochgefahren, die Abschlussklassen sind in der Schule und so weiter. Es ist alles ein bisschen bizarr, wir haben ganz viele Maßnahmen und so weiter und so fort. Aber es tut gut, dass auch wieder aktiv was passiert und wir müssen halt, es gibt noch keine Mundschutzpflicht, kleiner Hinweis. Aber es wird empfohlen, Mundschutz zu tragen und Angela hat für sich das Nähen entdeckt und deswegen übt sie auch nicht mehr. Die kriege ich mal von der Nähmaschine wieder weg. Ich spiele mal Schlagzeug und sie näht. Und dann kommen solche Masken bei raus und Alex, weil du auch Katzen hast, ne? Da sind nämlich Katzen drauf. Ja, eine liebe Süße, die gestern tatsächlich ein Jahr alt geworden ist. Ja, siehst du, und deswegen wollen wir dir feierlich hier diese wunderschöne Katzenmaske überreichen. Vielen Dank. Für Kathi, etwas in klein, genau. Vielen, vielen Dank, Kathi. Ich hoffe, du guckst so. Wir haben gerade was. Kannst du mal in den Chat so ein Danke und ganz vielen Herzen. Bitteschön. Da freue ich mich drüber. Wäre die Katze jetzt noch schwarz und ist umgedreht, dann würde es genau richtig sein, aber ich finde es so rum auch toll. Ja. Sehr geil. Und vor allen Dingen selbst gemacht von 3PM, da muss ich nochmal mit mehr Edding rangehen. Ja, genau. ein bisschen Werbung machen quasi. Fanshop. Vielen, vielen Dank. Also diese Masken müssen wir ja tatsächlich jetzt auch alle irgendwie immer wieder tragen. Wir kommen sonst nicht in Einkaufsläden, können nicht tanken. Es beschäftigt uns sehr, glaube ich, das Thema und wird uns noch lange, lange begleiten, bis das Thema durch ist. Aber vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Umso freue ich mich sehr drüber. Diese Livestream. Livestream Studio, gut, dass ich nicht singen muss, gibt, weil es eine super Möglichkeit, einfach mal wieder ein bisschen Musik zu machen und irgendwie auch so ein bisschen im Kopf, im Gedanken, im Geschäft zu bleiben und so, weil alles andere passiert da gerade nicht. Gut, wir haben noch das Glück, wir beide wohnen zusammen und können bei uns zu Hause Krach machen. Hallo Nachbarn, wir haben euch alle lieb. Und das ist schön, dass wir immer so laut sein dürfen und sich keiner beschwert. Ja, ich glaube ich habe vorhin schon kurz mal in den Chat mal wieder geguckt und auch Pedda und so entdeckt. Ich glaube, die Pickflag Gang ist auch am Start. Die könnt ihr auch mal vielleicht herzlich grüßen, genau, und lauter also Schweinchen in den Chat die schicken. Die haben wir absolut gespürt, unsere Pickflags. Und Ellie hat mich vorhin auch beruhigt, als ich gesagt habe, dass mir bange ist. Also da hat sie gesagt, wir sind doch alle da und alles ist schön. Es fehlte so ein bisschen der Volbeat-Aufforderungscharakter heute, ne? Spiel mal was von Volbeat. Ja. Haben wir nicht. Ja. Ja. Was macht ihr sonst so, wenn also hobbymäßig und wenn ihr quasi nicht in der Schule seid oder in der Krie und Musik macht quasi. Was machen? Ich habe schon gehört, Hobby Masken nähen. Aber was macht ihr? Ich spiele jetzt auch Geige. Okay. Sehr, sehr zum Missfallen meiner Bandmitglieder. Nee, es ist schön. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit sogar angefangen, einen Klavierkurs zu machen online. Bruder Jakob kann ich schon mit zwei Händen. Ist schon geil. Was wird da gelacht auf der Bühne? Jonah ist da. Das ist ja auch schon fast das Thema von nächster Woche. Also nochmal Werbung für nächsten Dienstag, unseren Kree-Talk. Da wird unter anderem von Jonah and the Tree, die ihr gleich auch noch seht, der liebe Taino bei mir sitzen. Und wir werden da ein tolles Interview führen, was den Musikunterricht und das Coaching betrifft. Martin Cornell ist mit dabei, die Rahl Nörting von der Klavierschule. Genauso wie Chris Danger von der School of Rock. Mit dem werde ich hier dann ein bisschen darüber sprechen.
Aber noch sind wir nicht fertig. Vermisst ihr denn die Kri, eure Kri? Weil ihr seid ja auch viel in der Kri. Das ist absolut. Ja, es gibt ja diese ganzen Einspieler damals zur Kri 40 und dann hieß es immer, was bedeutet für euch die Kri? Und dann hieß es zweites Zuhause oder gar mehr und so weiter. Ist für uns natürlich auch so. Ne? Also erstmal die mega Bedingungen, die wir da haben, um Musik zu machen und sowas alles. Die Leute, die man da trifft, die netten Leute, die man da kennengelernt hat, was man da für Freundschaften geknüpft hat und so weiter. Ich glaube, ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber ich weiß nicht, ob es irgendwo hier in Deutschland oder so einen geileren Verein gibt. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das glaube ich auch Dankeschön. Also danke im Namen aller. So Sachen wie am Dienstag, selbst so ein Kri-Talk mit euch beiden. Ne? Wir saßen vorm Fernseher und haben uns amüsiert und das hat so einen Spaß gemacht mit dir und Sven und so weiter. Und das tat auch mal gut, euch wieder so zu sehen und zu hören und zu hören, was wir machen. Wir haben ja auch telefoniert und so. Und ich hoffe, dass zumindest die Kri-freie Zeit, was das Proben angeht, vielleicht bald nach ein paar Lockerungen vorbei ist. Open Stage ist klar, Veranstaltungen so sind im Moment alles schwierig. Und ja, wir sind da ja auch in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und mit der Stadtzelle und werden uns da soweit updaten. Ihr habt jetzt tatsächlich schon meine nächste Frage dann mit beantwortet, warum ihr so gerne auch in der Kri seid und dies und das. Ohne die Kri, also wir sind ja wirklich Hobbymusikanten und ohne die Kri werden wir niemals, nie. Ihr nehmt mir ja schon fast alles vor. Entschuldigung, Alex. Vorweg. Okay, ich warte jetzt ab. Also ohne die Kri wären wir niemals auf irgendeine Bühne gekommen. Nie. Also vielen Dank. Ja. Und wir haben, so da freue ich mich. Wir haben mal bei der Jam Session gespielt. Oder wir uns auch alle, denke ich. Bei der Jam Session und da sind alle rausgegangen, außer Hans. Falls Hans online ist, Hans, wir danken dir, dass du drin geblieben bist. Da waren sowieso nur drei Leute und die sind dann rauchen gegangen und wir haben unser Lied gespielt und Hans stand vor der Bühne und hat gesagt, ist geil. Ne? Und ja, hat Spaß gemacht. Und so hat sich das dann entwickelt und irgendwie und dementsprechend Open Stage steht immer im Kalender. Es ist halt ein fester Termin und alles andere drumherum. Ja, kommt immer alle zur Open Stage. Es ist so schön. Alle kommen zusammen, aber ob alt, ob jung. Um nochmal zurück zur Musik zu kommen, also sonst covert ihr ja viel, was auch geil ist, also Coverbands sind ja tatsächlich auch wieder sehr gefragt, weil alle machen mittlerweile ihre eigenen Songs und covern ist halt gar nicht mehr so viel, von daher, aber kommen von euch jetzt mehr eigene Stücke und plant ihr tatsächlich sogar vielleicht ein komplett eigenes Album? Das du Alex, es ist ja tatsächlich so, dass wir niemals eigene Songs machen wollten. Nie. Wir haben immer gesagt, wir sind eine totale Coverband und wir lieben es zu covern. Und dann kamt ihr auf uns zu und habt gesagt, ihr macht diese Platte. Und da darf man nur rauf, wenn man einen eigenen Song hat. Ja, und da haben wir gesagt, so, wir wollen auf diese Platte. Und das war der Auslöser, Alien Cat zu schreiben, weil wir rauf wollten. Und dann war wirklich wie so ein schönes Wort. Ja, das ist wirklich, wirklich total witzig. Total witzig. Zitat von Angela, muss ich noch kurz sagen. Jedes Mal, wenn es darum ging, irgendwie, ich habe da auch manchmal drüber nachgedacht, und so, ich kann ja keinen Song schreiben, aber wenn ich bei Klavier spielen kann, schreibe ich Bruder Jakob neu. Aber Angela, Zitat von Angela war immer, warum soll ich selber schlechte Songs schreiben, wenn es doch so viele gute Lieder gibt, die man covern kann. Also wirklich total witzig. Meine nächste Geschichte handelt tatsächlich von... Also als wenn wir dieses Interview vorbereitet haben, aber es ist nicht so, aber ich habe mich scheinbar wirklich gut vorbereitet und reingedacht. Gibt es noch mehr von eurer Katze zu sehen? Also die Katze aus dem Video von eurem Song zu Alien Cat. Von daher, also das wäre jetzt mal die nächste Frage und ihr habt sie eigentlich schon fast vorweggenommen. Ja, genau genommen sind da ja mehrere Katzen, glaube ich, zu sehen. Da sind unsere beiden Kleinen, die waren auch noch ganz klein, als wir den Song gedreht haben. Die blonde Frau ist übrigens Angela in dem Video. Und wer hinter den Katzenmasken steckt, das weiß keiner. Oder meinst du die? Ja, genau die. Nein. Es entgleitet uns gerade. Du, ich habe tatsächlich schon so eine Idee. Und zwar ist das jetzt, wir haben bei uns in der Nachbarschaft, hallo Birger, hallo Jenny, so eine kleine Challenge laufen. Wir schicken uns immer kleine WhatsApp-Videos mit Ärzteliedern gecovert drauf und drehen da mal Videos zu. Und deswegen auch dieser bekloppte Friseursong, den wir so ein bisschen umgeschrieben haben. Und ich habe, falls wir irgendwann wieder eine Herausforderung kriegen von Birger und Jenny, falls, ne? Ich habe schon wieder eine Idee und ich glaube, in dem Video kommen Katzen vor. Aber das ist dann halt nicht 3PM, sondern das sind hier wir beide, Bibo, Bimmel und Bommel. Du kommst von unseren Songs ab. Also ja, tatsächlich. Die Frage war nach unseren Katzen. So.
Ja. Also ich glaube, wir sind beides wirklich Katzenliebhaber. Ja, absolut. Ich haben auch einen Hund. Bin auch sehr der Fan mittlerweile von. Und Fragen im Chat habe ich jetzt nicht wirklich noch gesehen. Ich habe noch gelesen, dass der liebe André nachher euch noch irgendwas... Oh, André. Ja, André, also André, unser hat Lieblingsfotograf. Total gefehlt. Irgendwie ja. André vor der Bühne. André ist immer vor der Bühne und André macht die schönsten Fotos. Er möchte euch nachher nochmal privat was schreiben. Irgendwas cool, hat er. Freuen wir uns. Ansonsten habe ich, glaube ich, keine Fragen gesehen. Ja, um da nochmal zurückzukommen, also wir planen tatsächlich noch ein Album dieses Jahr. Mal gucken, ob das alles noch geht und machen und aufnehmen ist im Moment schwierig. Und erstmal müssen wir proben, bevor wir überhaupt irgendwas aufnehmen wollen. Songs hat Angela genug geschrieben, denke ich mal. Es sind jetzt, glaube ich, 11 oder 12 eigene Sachen und so. Und das machen wir und das streuen wir dann genauso wie heute immer in unsere Sets ein. Immer mal ein paar Cover-Songs, die uns Spaß machen und ab und an mal ein bisschen was Eigenes. Ja, wir hatten ja auch mal die Idee, dass wir eine Open Stage, war jetzt eben alles vor Corona, dass wir auch eine Open Stage mal machen, wo wir wirklich nur unsere Songs machen, weil wir noch nie wirklich eine Rückmeldung bekommen haben. Okay, dann, so 3 p.m. itself machen wir das doch mal, wenn wir wieder dürfen. Ja, genau. Dann spielt ihr da mal nur eigene Songs. Ja. Und apropos eigene Songs, ihr habt es gerade auch schon nochmal cool beworben. Es gibt ein Gewinnspiel und auf der LP sind auch, genauso wie auf der CD, die CD könnt ihr heute gewinnen. Da ist natürlich auch 3 p.m. mit einem eigenen Song drauf. Und da ist die Folgeband auch drauf. Wenn wir dann soweit sind, dann bedanke ich mich bei 3 p.m. für den tollen Auftritt und dass ihr hier nochmal mir Rede und Antwort gestanden habt und würde dann die nächste Band ankündigen nach dem Soundcheck. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Werbung. Viel Spaß mit der nächsten Band. Und danach viel, viel Spaß mit Jonah and the Tree. Die sind auch auf der CD drauf und der Song ist voll geil. Der macht gute Laune und hat einfach einen guten Ruf. Und wie fast alles von euch. Damit schalten wir in die Werbung. Vielen, vielen Dank euch. Also gute Laune, meine ich. Rock'n'Roll. Bis later.